Jungen gezwungen beim ZSC kommen mit Jerome Bachhofner und hier Dominik Thiem sogar zwei Teenager zum Saisondebüt. Aber auch Benoit Laporte kämpft mit einer zweistelligen Anzahl von Absenzen. Logisch, dass beide Teams äußerst vorsichtig beginnen. Dann aber eine flüssige Kombination des Heimteams Neuenschwander und Keller kommen nicht an Punenovs vorbei. Die Tigers treten offensiv kaum in Erscheinung, außer die Lions laden sie dazu ein. Scheibenverlust, Clark übernimmt. Aber auch Leinbacher im ZSC-Tor besteht den ersten Test. Kevin Clark hat es versucht. Dreimal dürfen die Zürcher in Überzahl spielen, dabei können sie sich schnell gut formieren. Nilsson kommt frei zum Abschluss, aber es fehlt noch an Überzeugung. Eine Partie mit Steigerungspotenzial, um es höflich auszudrücken. Das zweite Drittel beginnt mit einem Powerplay für Langnau. Gehring könnte klären, aber was macht er da? Keustinen übernimmt. 1:0 in der 21. Minute. Wille Keustinen sagt Dankeschön. Der Finne trifft schön unter die Latte. Abgezeichnet hatte sich das nicht. Noch erstaunlicher ist allerdings, dass das Tabellenschlusslicht dem nächsten Treffer näher ist. Lattenschuss von Anton Gustafsson. Glück für das Team von Mark Crawford, der zu Recht ziemlich angewidert ist von der Leistung seiner Truppe. Es kommt Hilfe in Form einer Strafe gegen Dan Weisskopf. Die Lions mit ihren unverletzten Stars Vic, Nilsson, Keller. Da ist der Ausgleich. Diesmal setzen die Gastgeber konsequent nach und erhalten sofort die Belohnung. Der ZSC hat sich gefangen, tritt nach Spielhälfte deutlich aggressiver auf. Gute Übersicht von Vic, Bergeron. Nilsson erbt vor dem Tor zum 2:1. Nur gerade 2 Minuten sind seit dem Ausgleich vergangen. Ein kleiner Zwischenspurt hat für die Wende gereicht. Kurz vor der zweiten Pause dürfen die Gäste noch einmal in Überzahl spielen. Das Tor offen, doch Gustafsson bringt es fertig, den Ausgleich nicht zu erzielen. Was notieren wir denn da? Schusstraining für Gustafsson? Letztes Drittel, die 6. Überzahlsituation für die Lions. Alles direkt gespielt, aber Foku braucht zu lange. Es bleibt beim knappen Vorsprung. Von Langnau kommt nicht mehr viel, Shiryaev. Aber direkt auf den Goalie gezielt, kein Problem für Leinbacher. Laporte nimmt ein Timeout. Goalie Punenovs hat bereits einem 6. Feldspieler Platz gemacht. Die Tigers werfen alles nach vorne und Marc-André Bergeron in die Bande. Ein unglücklicher Unfall. Bergeron humpelt vom Eis. Hoffentlich hat er sich nicht ernsthaft verletzt. Das letzte Bulli vor dem ZSC-Tor. Clark und Nüssli. Doch dann ist die Partie vorbei. Ohne Glanz kommen die Lions zum 12. Heimsieg gegen Langnau in Serie.